Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte mich heute mal daran machen, den Panther für die Saison vorzubereiten, beziehungsweise einmal einen Ölwechsel machen. Das mache ich eigentlich sonst immer zum Start der Saison und die anderen Arbeiten werden dann folgen. Ja, das gute Stück steht hier schon im Hintergrund, noch eingepackt. Mal gucken, ob er Bock hat zu starten. Ich habe die Batterie schon mal geladen. Normalerweise startet er dann immer recht gut. Ja, ist ein bisschen windig hier. Wetter ist gut, aber immer noch arschkalt. Aber irgendwann muss man ja mal loslegen. Ja, die Straßen sind leider auch noch gesalzen. Also fahren werden wir noch nicht. Aber ich werde ihn mal warm laufen lassen und dann Ölwechsel machen. Also schauen wir mal. Auto war gar nicht abgeschlossen. Moin. So, wir sind jetzt unterm Auto. Ich wollte euch nochmal schnell zeigen, wo wir jetzt rangehen. Hier ist die Ölablassschraube. Da lassen wir das Öl gleich ab. Ich habe jetzt warm laufen lassen. Er hat jetzt ganz gute Temperatur. Ist natürlich nicht so warm, wie jetzt, wenn man gefahren wäre, aber ich denke, das geht so klar. Ja, dann müssen wir hier noch den Ölfilter austauschen. Da habe ich eine neue Filterpatrone. Dafür habe ich hier so einen Flachbandschlüssel. Noch, falls er nicht losgeht. Ja. Und dann füllen wir auf und dann war es das auch soweit. Und der Boden sieht sonst soweit okay aus. Ich habe nur leider eine miese Stelle hier entdeckt. Mein Längsträger fängt hier leider auch an zu gammeln. Das ist natürlich sehr scheiße, aber naja. Was will man machen? So, der Wagen blutet jetzt hier aus. Ich habe hier so einen Ölwechselkanister. Das ist praktisch. Ohne Klären geht es auch nicht. Das Öl sieht eigentlich noch relativ gut aus, muss ich sagen. So, jetzt ist es noch windig, damit es auch schon rumspritzt. Ja, moin. So, die Schraube machen wir jetzt gleich wieder rein. Mit neuem Lichtring. Schön, wenn das Öl am Arm runterläuft. Dann fahren wir immer ein Lampenparat. So. Abwischen. Kanister kann. Den lassen wir noch mal kurz stehen, weil wir noch den Ölfilter machen müssen. So, ein bisschen Bremsenreiniger, zack. Das können wir schön sauber machen. Abwischen, festziehen. Riecht auch nicht viel. Die Schraube. So, ich bereite jetzt schon mal den neuen Ölfilter vor, indem ich hier ein wenig frisches Öl reinfülle, damit der Motor beim ersten Starten keine Luft ansaugt. Gut, das war. Der ist voll und jetzt können wir gleich das Öl hier nehmen und die Dichtung ein bisschen einschmieren, damit die schön raufgleitet. Ich habe leider ein bisschen viel reingemacht. Deswegen hasse ich Ölwechsel, weil das immer so eine Schmiererei ist, wenn man keinen Ölabscheider hat. So, und jetzt löse ich den Ölfilter komplett unten ab. Den neuen lege ich gleich bereit, damit nicht so viel raus rumsiffen kann. Und dann sehen wir uns gleich. So sieht das Ganze jetzt aus. Schraube ist wieder drin, festgezogen. Der neue Ölfilter sitzt hier dran. Wie gesagt, das ist immer eine Schmiererei.
Bei meinem Alltagswagen lasse ich es auch meistens machen, weil ich keinen Bock zu habe. Hier geht es noch relativ gut. Den Ölfilter einfach. Boah, diese Lampe. Ich drehe durch. Einfach kräftig mit der Hand festziehen, da braucht man keinen Schlüssel für. Dann warm laufen lassen. Wird natürlich erstmal Öl auffüllen, ist klar. Und dann nochmal überprüfen. Steht sogar eine Anleitung drauf. Auffüllen. Festziehen. 3 Minuten warten. Nochmal nachziehen. Also ich mache es immer so. Ich ziehe noch füll auf, das Öl. Lass noch einen Moment laufen, dass überall durchgespült werden kann. Und dann drehe ich nochmal nach. Ja. So, jetzt gehen wir nach oben, füllen Öl auf. Damit wir nicht auf die Schnauze fliegen. So. Leider habe ich meine Ölkanne nicht hier. Die ist noch in der alten Halle. Aber hier haben wir jetzt noch drin. Der Motor ist relativ genügsam, was die Ölsorte angeht. Der kriegt 10W40, weil er ja rein im Sauerbetrieb unterwegs ist. Eigentlich gehen da ziemlich genau 5 Liter rein. Ich werde aber trotzdem zwischendurch mal gucken. Wahrscheinlich gieße ich jetzt einfach volles Met daneben. Spätestens wenn jetzt das Öl unten wieder rausläuft, dann haben wir was vergessen. Ist noch nicht drin. Oh, 300 Liter. Da geht noch was. Da scheiden sich ja die Geister. Manche machen Ölwechsel vor der Saison, manche machen eben nach der Saison. Schreibt doch mal rein, wie ihr das handhabt. Das war ein Klassiker. Ich denke mir immer, der steht lange im Winter, es zieht vielleicht ein bisschen Feuchtigkeit oder was weiß ich. Deswegen mache ich es vor der Saison. Wenn ihr nicht die genaue Menge wisst, einfach zwischendurch mal prüfen, kurz warten. Die Spitze ist gerade mal angekratzt. Das Öl, was drin war, sah wirklich noch gut aus. Also eigentlich hätte man das vielleicht nicht unbedingt wechseln müssen. Ich sag mal, Motoren, die keinen Turbolader haben, sind auch eigentlich entspannter. Ich muss unbedingt nochmal Kühlerfrostschutz auffüllen. So, ich habe jetzt mal 5 Minuten gewartet. Jetzt gucken wir mal. Mittig getroffen. Ich schmeiß gleich mal an. Und dann prüfe ich nochmal. Gegebenenfalls finde ich noch ein bisschen was nach. So, jetzt gehe ich nochmal eben unten. Und checke den Ölfilter nochmal. Ziehe nochmal nach. So. Das dazu. So, checken wir nochmal. Ölstand ist mittig getroffen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ja,
Jetzt kann man sehen, ne? Gut. Ich fülle trotzdem noch mal Lücken auf. Denn wir haben auch ein bisschen was im Kanister und wir können ja auch maximal rund auffüllen. Ich lasse jetzt noch ein bisschen ausbluten, also den Kanister natürlich. Ja, und dann beende ich Teil 1 der Saisonvorbereitung. Im nächsten Teil werde ich dann den Kraftstofffilter wechseln und ich hatte erst angekündigt, Auspuffgummis wollte ich nochmal machen. Ja, und dann habe ich auch noch eine Hinterachstraverse, die wollte ich mal probeweise einbauen. Aber das werde ich erst machen, wenn ich auch wieder fahren kann. Und bei diesem scheiß Salz, was immer noch auf der Straße rumoxidiert, werde ich sicherlich nicht fahren. Ja, in diesem Sinne, bleibt mir treu, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss, melde mich ab. Achso, noch ein Nachtrag, vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis zu den Ölsorten bei Oldtimern. Ja, wie gesagt, der C30 NE ist ein sehr genügsamer Motor. Der nimmt es einem nicht krumm, wenn man auch mal nicht die hundertprozentig korrekte Ölsorte fährt. Aber es gibt da Motoren, gerade im Oldtimer-Bereich, die zum Beispiel auf teilsynthetisches oder synthetisches Öl allergisch reagieren. Also da Obacht, wenn ihr so einen Motor haben solltet, der da ein bisschen kritisch ist. Auf jeden Fall die richtige Ölsorte verwenden. Dann natürlich das Öl fachgerecht entsorgen, ist auch klar. Ihr könnt das wieder in den Kanister reinfüllen und da, wo ihr das Öl gekauft habt, könnt ihr das dann auch wieder abgeben. Das müssen die zurücknehmen. Da würde ich euch empfehlen, die Rechnung aufzubewahren, weil dann können die Verkäufer euch da nicht irgendwie sagen, nö, nehmen wir nicht. Und teilweise kann man es auch bei den Abfallentsorgungsunternehmen, bei den Müllhalden auf Deutsch gesagt, abgeben. Also, ich bin auch so ein Experte, der das Öl manchmal ein bisschen zu lange hortet, das Altöl. Eigentlich ist es am sinnvollsten, wenn man Ölwechsel gemacht hat, Altöl hier wieder rein und gleich wegbringen. Da kann sich gar nichts ansammeln. Aber was rede ich? Ihr wisst ja, wie es ist. So, jetzt aber wirklich Ende Gelände. Tschüss.